Hi ho, willkommen zurück hier bei The Legend of Dragoon für die PlayStation 1. Oh Gott, das war laut. Beim letzten Mal sind wir hier auf dem Geisterschiff angekommen. Beziehungsweise es hat uns gerammt und wir können jetzt das Geisterschiff betreten. Aber bevor wir das ganze Geisterschiff richtig erkunden werden, werden wir das machen, was ich ja zuvor in der letzten Folge schon angekündigt habe. Wir werden erstmal ein bisschen trainieren, die ganze Folge jetzt, ne? Also nicht wundern. Ich werde hier durch diese schemenhaften Seelen, die da auftauchen, die Gruppe erstmal ein bisschen auf Vordermann bringen. Werde ich aber auch nur die Folge machen, ne? In der nächsten dann halt geht's normal wieder weiter. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass wir hier ein bisschen aufholen, ne, mit Shana und Albert. Das Gute ist halt, wir können nochmal dieses Licht hier, so gesehen, ja, benutzen, also mal wieder auslösen, den Kampf. Und könnten jederzeit zurück zum Schiff, und dann können wir uns auch mal wieder heilen, deswegen ist das ein ganz guter Ort. Also mal schauen, wie gut das hier dann geht insgesamt. Ich möchte halt nur, dass Shana und hier kam sogar das Special jetzt, aber das brauchen wir nicht. Ja, Shana und Albert sollen, wenn möglich. Also Albert, denke ich mal, das könnten wir noch schaffen, dass der 19 wird. Aber Shana bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Shana werden wir jetzt noch auf 17 kriegen, je nachdem wie viel EP es gibt und wie schnell wir halt sind. Mal gucken. Gucken wir kurz auf Albert. Albert ist schon 19, okay. Ne, dann ist nur Shana das jetzt gewesen, ne? Kurz mal nachschauen. So, hier, Menü. Genau, sie war die einzige, ja. Okay, nee, dann Albert wird wahrscheinlich die 20 erreichen, aber da können wir mal wieder austauschen kurz. Ja, bei Shana müssen wir halt schauen. Was, wie sieht's denn mit den Zusätzen aus? Haben wir da schon, oh, Dart hat schon wieder, ja, Dart hat alle gemeistert bisher. Das heißt, wir bleiben erstmal bei Crash Dance. Crash Dance bringt, macht am meisten Schaden. Und gleichzeitig auch am meisten SP. Gut, ja, dann können wir nicht mehr weiter leveln. Dann lassen wir das so. Der Rose muss noch mehr und mehr. Genau, Haschel haben wir da erstmal nicht benutzt. Oh, Wirbeltanz muss auch noch 5-mal ausgeführt werden. Dann hat Albert das auch maximiert. Ja, und die beiden haben nur jeweils einen. Okay, dann können wir das, kann ich das ja damit verbinden, dass ich vielleicht noch die Zusätze level. Und hier kommt die Seele wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, ist die Seele jetzt, ist das durch die Seele ausgelöst worden oder? Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Gut, ich würde sagen, wir machen den netten Gesellen da im Hintergrund zuerst, der Tod. Weil ich glaube, der hat eine Fähigkeit, mit der er wieder jemanden kampfunfähig machen kann. Und das wäre halt jetzt nicht so schön, ne? Weil wenn er das bei Shana einsetzt, haben wir genau wieder die Ausgangssituation wie bei dem Kampf gegen Lenus, dass sie halt keine Erfahrungspunkte bekommt und das wäre insgesamt gesehen sehr kontraproduktiv. Natürlich verfehlen wir erstmal. Na gut, wir haben ja. Naja, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja Zeit, aber irgendwie relativ, ne? So, alle fokussieren sich auf Shana. Dann werde ich mal gleich zurückgehen und heilen.
So. Was aber cool, dass Start ja fast schon durch ist, ne, mit seinen ganzen Zusätzen. Also mit seinen aktuellen. Ich glaube, die nächsten lernt er mit Level-Ups. Ich dachte ich immer, die lernt Zusätze, wenn die anderen gemeistert sind, aber nö. Ungünstig, wenn das Spirit-Ding der Geister, das Irrlicht, genau, im allen ausweicht. Aber das schaffen wir jetzt. Bam, bam. Genau. So. Das Einzige, was halt nur der Indikator ist, war ja mit dem Zusätzen jetzt, dass der allerletzte Zusatz bei jedem, glaube ich, nur erreicht werden kann oder nur gelernt werden kann, wenn alle Zusätze davor, die man davor gelernt hat, gemeistert sind. Deswegen haben wir das schon richtig gemacht. Also, wir machen eine Pause. Dum, 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 dum. So. Sehr gut. Dann hüpfen wir hier zurück. Bup, bup. Und nehmen weiter das normale Öllicht hier vorne, ne? Deswegen, wir werden jetzt hier nicht viel erkunden. Wir werden jetzt immer wieder das Öllicht hier benutzen. Um halt schnell und effizient aufzuleveln. Denn wie gesagt, zum Schiff kommen wir damit auch dann ziemlich schnell. Da das nicht so weit weg ist. Ist das eine gute, effiziente Methode, ne? Also für die Leute unter euch, die das Spiel auch gerade spielen oder vielleicht noch vorhaben zu spielen. Wenn ihr an dieser Stelle seid, ihr macht gerade kein Let's Play, ne, so wie ich, dann empfiehlt es sich hier auf jeden Fall zu leveln. Bei mir ist jetzt nämlich halt das Doofe. Ich könnte ja auch eine längere Trainingssession jetzt hier machen. Oh. Das könnt ihr auch, okay. Ich könnte jetzt eine längere Trainingssession und so machen, ne, aber wie guckt sich das an? So die nächste Frage. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach das mal ein bisschen minimal halten. Das Ganze soll jetzt nur ein bisschen dazu dienen, damit Shana aufholen kann, dadurch, dass sie bei Lenus ja leider so unerfolgreich war. Ungünstig, ja, ungünstige Momente haben sie da erwischt. Wäre das nicht gewesen, dann weiß ich nicht, da hätte ich, glaube ich, hier nicht so lange trainieren müssen. Sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht. Wow, ich wollte sagen, nicht mal 50 Schaden reichen aus, aber doch. Doch reicht so, gucken wir nochmal schnell nach. Wie viel EP gibt das denn? 162. 162 müsste doch jetzt reichen, ne, bei ihr? Also bei Dart wird auf jeden Fall kein Level dadurch steigen, das wird noch Ewigkeiten dauern. Ach, 162 wird auch nochmal durch 3 geteilt, ne, durch die 3 Gruppenmitglieder. Deswegen hat das gerade nicht hingehauen. Sonst hätte das bei Shana ja gereicht, ne? Können wir einfach stehen bleiben. Das ist aber schön angenehm, muss ich sagen. Wir müssen jetzt eigentlich gar nicht so weit machen. Wir könnten eigentlich auch uns in Dragoons verwandeln. Dann würde das Ganze hier ein bisschen schneller gehen. Ich meine, SP sammeln wir ja sowieso, ne? Ich mach das mal. Ich meine, bei Shana ist es sowieso egal, bei Dart mittlerweile auch. Die beiden können sich jetzt in Dragoons verwandeln, weil sie keine Zusätze mehr leveln müssen. Bei Albert jedoch lasse ich das mal, ne? Der wird sich nicht verwandeln, der wird ganz normal weiterkämpfen, damit er noch seine Zusätze aufwerten kann. Aber Shana hat keine Zusätze.
weil sie ja mit Bogen, ne? Pfeil und Bogen kämpft. Da gibt es keine Kombination. Hau ruhig auf Shana, die ist ein bisschen Magie unempfindlich. Wegen der Dragoon-Rüstung. So, aber da hauen wir jetzt normal drauf, da lohnt es sich nicht, sich zu verwandeln. Wie gesagt, Verlust haben wir da auch an sich nicht. Da wir die Heilung, ne, beziehungsweise die Regeneration so gesehen, oh, ganz wenig für den Lotten, das ist Shana 17. Wir können uns ja ausruhen nebenan, so würde ich es mal eher betonen. Dadurch können wir hier ruhig alles MP-mäßige verschwenden. Die SP kriegen wir auch zurück, indem wir halt immer wieder kämpfen. Obwohl, ich könnte in Vorbereitung auf die nächste Folge... Ich bin mir gerade echt unsicher. So, Albert, wollen wir nicht verwandeln? Für schwierige Kämpfe würde ich dann doch gerne das Spezial doch lieber haben. Jetzt bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich doch weitermachen sollte mit dem, ja, ich verwandle die einfach nach Lust und Laune, die Gruppe. Oder ob ich es nicht doch lieber aufspare für die nächste Folge, weil sonst kann es passieren, dass wir in der nächsten Folge keine SP haben. Und dann mache ich ja ganz normal weiter. Natürlich werden wir einigen Zufallskämpfen wieder begegnen. Das wird unverhinderlich sein. Aber bei mir ist jetzt die Befürchtung, dass es dann genau so sein wird, dass die Begegnungen der Zufallskämpfe nicht ausreichen und wir dann später an einem etwas größeren Kampf dann nicht scheitern werden, aber halt Probleme haben. Na, mal gucken. Sie ist jetzt Level 17 geworden. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Level abgeschafft. Ich bleib, wie gesagt, weiterhin hier stehen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und für diejenigen, die sich das hier... ich sag das jetzt ein bisschen zu spät, ne? Wer sich das jetzt hier 13 Minuten schon angeguckt hat, der wird wahrscheinlich auch weiterschauen. Aber ich wollte eigentlich erwähnen, für diejenigen, die sich dafür nicht interessieren und das in der Playlist schauen, also das später schauen, nicht zum Tag der Veröffentlichung der Folgen, sondern sehr viel später, der kann diese Folge ja hier überspringen und sich die nächste angucken. Aber... wie schon gesagt, das hat derjenige entweder schon getan oder es ist jemand, der sich gerne das Training anguckt oder Fall Nummer 3, er guckt sich diese Videos gerade oder beziehungsweise dieses Video gerade zum Tag der Veröffentlichung an, denn dann hat er die Chance auch nicht zu überspringen. Wenn jetzt Shana stirbt, ne? Na, zum Glück. So, Shana, ich würde mal sagen, du kannst jetzt erstmal nicht machen. Du bist ein bisschen gehandicapt, was das betrifft. Ja, merkt schon, nur die große Schwäche an Shana. Das ist halt auch der Grund, warum ich sie zum Beispiel in späterem Spielverlauf
Oder beziehungsweise eigentlich von Anfang an, wenn man. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Hatte ich Shana nie wirklich fest in der Gruppe dabei gehabt, auch wenn sie heilen kann. Das war, ist jetzt zwar mal richtig cool. Aber. Ja, wie man sieht hier. Ihre große Schwäche ist halt wirklich, dass sie wenig aushält. Und auch was den normalen Schaden betrifft, den wir halt machen müssen, wenn wir nicht verwandelt sind, also wenn sie kein Dragoon ist, den kompensiert sie halt nicht. Also sie macht jetzt so mal mit Pfeil und Bogen nicht so viel Schaden. Und selbst wenn sie verwandelt ist, das haben wir auch schon mehrmals gesehen jetzt, ne? Gerade von auch, wo ich Sternkinder gemacht habe. Sie macht zwar, was eigentlich alle unsere Gruppenmitglieder machen, sie macht zwar ganz gut Schaden bei den Gegnern, die das gegenteilige Element haben. Das heißt also, sie macht bei Dunkelheit sehr, sehr gut Schaden. Also hier bei dem Skelett hier würde sie richtig gut Damage machen. Nur ist das Problem, dass halt bei den anderen Gegnern, die halt nicht das gegenteilige Element sind, oder die das gegenteilige Element nicht haben, sondern ganz normales, da ist auch ihr magischer Schaden nicht sonderlich hoch. Während bei den anderen Mitstreitern, sage ich mal, das ist so die Waage hält. Zum Beispiel Dart. Ist jetzt guter, also Dart ist halt so ein guter Allrounder, ne? Der hat halt gute physische Stärke. Das heißt also, auch wenn wir nicht im verwandelten Zustand sind, macht Dart ganz gut Schaden. Aber er ist auch mit seinen Dragoon. In der Dragoon-Magie ganz gut. Hier mit letzter Angriff und so. Das macht eigentlich auch ganz gut Schaden. Arme Shana wird hier wieder beworfen. Aber naja, das müssen wir dann sehen. Wie gesagt, eine gute Gruppe später wäre halt auf jeden Fall Meru mit reinzunehmen. Weil sie, oh, Kongo ist 20 geworden, okay. Weil Meru. Weiß ich, kann man das hier nochmal nachgucken, bevor ich jetzt hier weiterkämpfe? Status. Genau, hier sehen wir es ja. Zum Beispiel bei Angriff hat Dart 68, Verteidigung 91, also insgesamt jetzt, ne? Magischer Attack hat er 86, magische Verteidigung 75. Wenn man jetzt so weiter guckt, Shana hier, wie ich ja schon gesagt habe, ne, sie hat wenig Angriff insgesamt, wenig Verteidigung, wenig magischer Angriff, wenig magische Stärke, obwohl magische Attack hat sie mehr als Dart. Und sie kriegt auch irgendwie ja mehr Booster drauf, ne? Obwohl bei magischer Angriff halt nicht. Na egal, auf jeden Fall, Rose hier sehen wir auch. 85 Attacke, 87 und sowas. Ihr haschelt ziemlich gut im Angriff, ne? Albert momentan auch. Tja, und hier, Meru wird dann später so mehr die magische sein, deswegen. Sie werde ich auf jeden Fall später mit fest ins Team nehmen. Für schwierige Kämpfe, sage ich mal. Wird Meru dann mit dabei sein. Weil wir auch, ich weiß nicht, wann genau das sein wird. Aber wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Boah, lass mich doch mal durch hier. Zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht genau welcher. Kriegen wir auf jeden Fall ein Item. Die psychedelische Bombe oder so ganz komisch heißt die. Ich weiß nicht genau, wie der Begriff war. Ist auch ein Item, das man wiederholt einsetzen kann. Das heißt, pro Kampf halt immer einmal einsetzen kann. Das verschwindet aber nicht. Das ist wieder ein holbares Item.
Und das Gute an der ist, die skaliert halt mit Magie. Das heißt, wenn wir Meru dabei haben und sie komplett auch mit der ganzen Ausrüstung und so, was wir finden, halt magisch ausstatten, wenn wir sie wirklich darauf boosten, dass sie komplett nur Magie benutzt, ist das in der Kombination mit dieser Bombe halt auch nicht schlecht. Und das will ich halt deswegen nutzen. Wer dann als drittes Partymitglied dann mit dabei sein wird, das werde ich dann entscheiden. Aber ich glaube, Shana wird es dann leider nicht sein. Wir haben bessere Alternativen. Rose zum Beispiel kann auch heilen. Dann müssen wir durch Sternenrohr. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, dass Shana jetzt unbedingt dabei ist. Dass man jetzt zum Beispiel sagen könnte, ja, aber die kann doch heilen. Ist für mich jetzt kein triftiger Grund, sage ich mal, weil es ist halt nicht... Ja, sag mal, die Heilung, die sie halt machen kann. Ich weiß gar nicht, wie es später ist, wenn sie höheres Dragoon-Level hat. Ob sie dann so ein... Also das weiß ich jetzt gar nicht mal auswendig. Das ist dann schon ein bisschen zu lange her für mich. Müsste ich sonst nochmal nachschauen, aber dann kann ich euch nächste Folge mehr darüber sagen. Wenn sie natürlich so ein Gruppenheal kriegt, der alle Gruppenmitglieder voll heilt, das wäre was anderes. Dann wäre sie natürlich... Was das betrifft, eigentlich ganz gut dabei. Weil dann könnte man sie als Notfall, sag ich mal, benutzen. Dass man sagen kann, okay, jetzt sieht es mit der Gruppe ein bisschen bitter aus. Wir müssen Shana verwandeln und die ganze Gruppe hoch heilen. Oh, Himmelstor. Können wir gleich mal nachgucken, was das kann. Mal gucken, vielleicht ist das ja schon so eine Heilung. Schauen wir einfach nach. Und das ist halt das Gute, ne? Das nächste Gute. Wir können hier schön... das Dragoon-Level damit auch steigern, ne? Siehst du, bei Albert muss ich auch nochmal gleich nachschauen, was der... ich hau erstmal das Öllicht hier weg. Was der so auch an Zusätzen hat, ob das jetzt auf Maximum gelevelt ist. Oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, machen wir schon auf Dart. Der ist Element Feuer, der wird davon nicht so beeindruckt sein. Bin auch gespannt, ob wir es später schaffen. Es wird bloß richtig schwer, da weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen können. Aber ich wäre ja mal gespannt, ob wir das später schaffen, die Rüstung von allen Dragoons hier, von allen Mitstreitern, zu kaufen später, weil jedes Mitglied hier von uns kann sich später eine Rüstung leisten. Okay, also Himmelstor regeneriert wirklich alle auf 100%, das heißt, das, was ich gerade angesprochen habe davor, macht Shana dann doch ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht, weiß nicht, wenn ich das jetzt sage, klingt das so zweideutig, aber ja, es macht es schon ein bisschen attraktiver. Ne? Es macht sie ein bisschen attraktiver, halt in der Gruppe, in die Gruppe zu nehmen. Ja, wenn sie halt sowas hier kann, ich mach das mal. Ja, auf jeden Fall gibt es später, fast am Ende des Spiels, Rüstungen für jedes Party. Für das Partymitglied. Himmelstor! Welches auf sein Element halt basiert. Ich erzähle gleich dazu mehr. Ich lasse erstmal kurz hier die Fähigkeit zu Ende wirken. Ja, na gut, dann da überlege ich nochmal, ob ich Shana in Zukunft dann auch reinnehme.
Ist schon cool mit dem Himmelstor, aber die Defizite, die sie aber mit in die Gruppe bringt, sind einfach zu groß, muss ich da ehrlich sagen. Ja, was ich auf jeden Fall ursprünglich sagen wollte, mein ursprünglicher Gedanke, den bringe ich jetzt mal zu Ende. Es gibt später Rüstungen, die auf unsere Dragoons halt, auf unsere Mitstreiter jeweils ausgelegt sind. Das bedeutet jetzt in diesem Fall mit Dart. Dart kriegt kann die Rüstung des roten Dragoons bekommen. Oder des roten Drachen, je nachdem. Und dann ist er immun gegen Feuerfähigkeiten. Ja, und das kann man so für jeden einzelnen für jedes einzelne Partymitglied so ungefähr gleich sehen. Wir verwandeln sich zurück, genau. Jedes Partymitglied von uns hat dann die Chance, so eine Rüstung halt zu bekommen, die auf ihr eigenes Element halt dann basiert. Das bedeutet also, wenn wir für Shana die Rüstung des silbernen Drachen bekommen, oder das Gewand des silbernen Drachen, ich weiß ja nicht, Rüstung trägt sie ja nicht, dann ist es halt so, dass Lichtschaden bei ihr dann 0 Schaden macht. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Das ist halt so der grundlegende Gedanke. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz heilen und dann schnell schauen. Ich kurz mal weg hier. Dann mal ins Menü. Noch bei den Zusätzen schauen, wie es denn mit Albert aussieht. Okay, bei Albert geht es noch weiter, habe ich mir aber schon gedacht. Dass es nicht sofort bei 50 aufhört. Der kann jetzt auch bis 80 leveln, das heißt, lassen wir auch erstmal drin soweit. Oh, 320% Schaden macht er. Na gut. So, wie gesagt, schnell heilen gehen. Ich glaube, 2 Zufallskämpfe mache ich jetzt noch. Und dann, können wir weitermachen mit der nächsten Folge. Schade, ich hätte Shana noch gerne auf Stufe 18 bekommen, dann wäre sie wenigstens ansatzweise dran. Aber ich glaube, können wir das auch nachschauen? Wie viele Erfahrungspunkte ihr fehlen? Ja, sie hat 8200 und braucht 9500. Das wird nichts. Aber überlegt, wir kriegen 150. Im Dreh sage ich jetzt mal 150 Erfahrungspunkte. Das heißt, ne, durch 3 geteilt, oder ich weiß nicht, wird es durch die ganze Gruppe geteilt, weil vorne ist ja auch Kongol, oder wer ist vorne gestiegen? Mal schnell nachschauen. Ja, Kongol ist ja gestiegen. Ein Level höher geworden. Und da war es ja dann auch so, ne? Das heißt, wird vielleicht durch die ganze Gruppe geteilt, die Erfahrungspunkte, was auch nicht so cool ist. Na, gehen wir mal davon aus, so leicht grob gesehen, die 150 Erfahrungen, die wir pro Kampf kriegen, werden durch 3 geteilt. Dann kriegt Shana nur 50. 50 Erfahrungen. Das bedeutet, sie braucht ja fast 1000. Ne, wisst ihr Bescheid. Wenn sie 100 kriegen würde, wären es nur 10 Kämpfe, also somit wären es 20 Kämpfe mindestens, die wir jetzt auch machen müssten, damit sie ein Level up hatten, das ist einfach zu viel. Das kann ich nicht machen. Deswegen lassen wir das einfach. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch so weit die Kämpfe, dass unsere Gruppe, die da das Spezial machen können. So lange mache ich jetzt noch die Folge. Dass das Spezial halt aufgeladen ist, ne? Beziehungsweise, dass die SP aufgeladen sind. So, damit hat Shana jetzt Nummer 1 voll. Oh, sie kriegt sogar 70 SP jetzt. Oh, nicht schlecht. Vor allem, wenn Albert Level 3 wird. Vom Dragoon-Level her.
Da war jetzt eigentlich auch immer ganz gut dabei. Plop, plop, plop. So, zack. Wie gesagt, wir bringen die Folge jetzt noch so ganz chillig zu Ende. Das ist ja eine Trainingssession. Trainingssession-Folge. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier Training und so. Da kann die Folge auch ein bisschen länger gehen, weil hier ist ja eh nichts passiert. Story-relevant, das haben wir gar nicht erlebt. Immer nur dieselben Viecher hier gehauen. So, perfekt. So, ich denke, ja, das haut ganz gut hin. Ich habe ja gesagt, ich mache noch zwei Kämpfe. Und Rose ist jetzt auch Level 20, sehr gut. Das heißt, der nächste Kampf, den wir jetzt machen, wird auch gleichzeitig der letzte sein. Weil dann hat Shana ihre SP voll. Also sie dürfte jetzt in diesem Kampf die SP voll bekommen. Also voll auf Stufe 3. Dann werde ich wieder heilen und die Folge beenden. Ja, wie man sieht, sie ist schon Stufe 2 und ein bisschen da drüber. Das heißt, zweimal angreifen müsste sie und dann hat sie es voll. Kriegen wir hin. So blöd, dass Albert halt ja, jetzt nur 35 SP bekommt, ne, pro abgeschlossene Kombi. Wird sich zwar später ändern, wenn er seinen Zusatz da maximiert hat. Ah, ist trotzdem ein bisschen doof, ne? Ah gut, wir können ja mal gucken, dass wir... ihn dann später so leveln. Oder alle Co-Mitglieder später so leveln, dass sie auch vom Dragoon-Level her gleich auf sind. Dass wir uns dann da Zusätze raussuchen, die viel SP geben. Und dann passt das schon. Zack, so, jetzt hat Shana wieder Level 3 erreicht, sag ich mal. Genau, Spezial ist wieder da. Perfekt. Genau, verfehl erstmal. Das ist auch perfekt. Ja, aber so sind wir am besten vorbereitet, ne, für die nächste Folge. Das heißt, beim nächsten Mal können wir dann das Geisterschiff hier erkunden. Und egal, was uns entgegenkommt, kampftechnisch gesehen. Da habe ich zu früh gedrückt. Ja, und egal, was uns entgegenkommt, kampftechnisch gesehen, wir können uns dann immer noch zur Not verwandeln. Schade, ich hätte es jetzt gern gesehen, wenn Albert jetzt auch Level 3 erreicht hätte. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? So, gut, dann wieder eine Pause machen hier. Alle voll heilen. Ganz gut, dass das hier geht. So, und damit haben wir jetzt ja, Dart auf 21, Albert auf 19, Shana auf 17, Rose und Kongol, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, beide auch auf 20 geworden. Genau, Haschel und Meru auf 19. Das ist okay, sag ich mal. Das Dart halt davon levelt, ist ja normal, habe ich ja schon mal erwähnt, warum das so ist, ne? Wissen wir auch alle, ne? Weil er ja nicht wechselbar ist. Aber, ja, das ist halt bei den anderen, wenn man so schaut. Es geht eigentlich, ne? Shana ist halt wirklich nur zwei Level jetzt, halt mit Abstand dabei. Wir müssen halt schauen, dass wir sie irgendwie im nächsten großen Kampf vielleicht durchbringen können. Ich glaube, dann wird das alles, ja, hier sag ich mal, schnell behoben sein, ne? Dass sie so weit Abstand hat, also so viel Abstand halt gegenüber den anderen hat. Aber na gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also dann, bis zum nächsten Mal, ne? Hier bei The Legend of Dragoon. Tüdelü.